So, herzlich willkommen zurück zu Creative Server Let's Play. Das da, genau. Badam. So, jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, wo wir überhaupt waren. War die Waldfee? Wir haben. Ja, genau, wir waren unten bei der Minentour, waren wir. Wir haben Material geschürft. Und eine ganze Menge Rainbow Ore geschürft. Also, ne? Also, es war ja eine. Gott, hat er drei Nierenkatzen. Puh. Nee, nee, nee. Dann müssen wir erstmal gucken, was wir damit alles machen können. Vor allen Dingen in Bezug auf die ganzen anderen Materialien, die wir jetzt hier so gesammelt haben. Zink. Ach so, Zinn und Zink. Ah. Ja, ja. Hier haben wir. Hier hat man zwei N und da hat man zwei K. Darf man nicht verwechseln. Ich dachte mal, das hier ist Zinn. Das war eben Zink. Lol. Was kann man denn mit Zink machen? Ich weiß nicht mal, wie es im Englischen geschrieben wird. Ah. Das ist da, okay. Daraus. Oh mein Gott. Lavakanister. Ah, als Legierung quasi, oder wie? Wasserkanister, ja, genau, als Legierung. Wäre es nicht andersrum sinnvoller? Kohlestoff braucht man ja eigentlich eher für heiße Sachen. Ja, und wo suche ich das wiederum? Ach so, okay, das brauche ich wieder für. Ja, für sehr viele Sachen. Hallo, ja. Brass? Was ist ein Brass nochmal? Oh Gott. Klavier, nackt. Achso, und für die Füßdinger. Was gibt's denn noch? Eisen, Kupfer? Bronze. Gott, Alter, was gibt es noch für Materialien auf der Welt? Alter. Da gibt es noch irgendein Material. Das ist das, woraus zum Beispiel für auch die ganzen Türklinken gemacht wurden. Aber mir fällt gerade nicht ein, was es, wie das heißt. Was ist. Das war auch so ein Stoff, das wirkt desinfizierend irgendwie. Brass, Brass. Ah, Messing, genau. Genau, und wie gesagt, hieraus wurden früher auch Türklinken gemacht und das Zeug wirkt auch desinfizierend. Ah. Aber war Messing nicht auch eine Legierung? Dachte ich immer. Oder, also, ehrlich gesagt nicht wirklich, aber ging ich jetzt gerade irgendwie von aus. Naja, wer weiß das schon. Gut. Können wir auch Messing machen? Wir haben wirklich quasi alle Materialien, die es auf der Erde gibt, irgendwie drin. Ne? Ist ja hier schon funny. So, ja, mit dem Amboss habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich mir noch nicht so ganz sicher bin, was ich hier raus mache. Ob ich den Hammer teurer mache oder die Laufzeit verkürze oder was auch immer. Was wir jetzt auf jeden Fall heute erstmal machen, ist, ich möchte unser Feld voll bekommen. Da hinten unser, ne? Oh, nicht gleich essen. Obwohl doch, warum nicht? Hab ja Hunger. Easy. So. Die restlichen haben wir bitte nicht. Dankeschön. So. Da hinten die ganzen Felder, die müssen wir voll bekommen. Das heißt, ich werde jetzt mal noch ein bisschen, also wir werden quasi ein bisschen die Gegend erkunden, umwandern, whatever. Und gucken, ob wir da noch verschiedenste, schönere Sachen finden. Mal gucken, wie wir das Ganze. Wow, Rhabarber ist doch schon fertig. Holy moly. Das sieht ja noch nicht fertig aus. Ich habe zwar keine Ahnung mehr. Also, das hier hinten. Keine Ahnung, was hier alles war. Das Rhabarber sieht schon fertig aus. Gott, wie schnell wächst denn das Zeug?
Ja, wie gesagt, hier hinten müssen wir auch ab und zu mal langlaufen, damit es immer so einen Wachsschub bekommt. Ne? Ja. Einmal quer in die Pampa, durch die Pampa. Easy. So, was jetzt mal gucken, wie gesagt. Hier, Inventar ist soweit leer. Wir rennen also hier mal einfach mal durch die Gegend und sammeln einfach mal alles auf, was wir irgendwie hier zusammenbekommen. Was ist das? Achso, Mais. Da brauchen wir aber keine Felder für, oder? Ach genau, die Höhle, wo ich letztens noch drin war. Ja. So. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen weiter weggehen. Also wirklich eine Weile rumwandern, weil ich weiß noch, wir hatten damals hier auch ein paar Sachen gesammelt gehabt, zum Beispiel Kartoffeln, und hatten da ewig nichts gefunden gehabt. Von daher weiß ich nicht, ob diese Sachen hier quasi auch mit, ja, quasi so arbeiten, dass bestimmte Sachen in bestimmten Regionen wachsen. Weil bisher ging ich halt immer davon aus, dass quasi überall, wo Grünzeug ist, wächst alles, was Grünzeug ist. Aber ich hatte ja schon damals bei Etherreal gemerkt, dass es auch innerhalb dieser Grasflächen verschiedene Regionen gibt, wo verschiedene Sachen wachsen. Und bei Plant Life scheint es wohl ähnlich zu sein, was ja auch Sinn macht, weil die Sachen, durch die die ganzen Sachen hier kommen, hat ja nichts mit Plant Life oder mit Etherreal zu tun, sondern hat ja mit der Farming Mod zu tun. Das ist ja in beiden Fällen die gleiche. Von daher, ja, wie gesagt, machen wir da mal ein bisschen auf den Weg. Ich sammle hier noch mal ein paar Äpfel ein. Wozu eigentlich? Wir haben so viel Nahrung. Komm, wir gehen einfach mal, wir machen es einfach mal direkt auf den Weg. Ich weiß nur nicht genau, in welche Richtung. Oh, ein Tier. Ich weiß nur nicht genau, in welche Richtung wir da am besten gehen. Auf jeden Fall entweder in die Richtung oder in die Richtung. Wir gehen aber erstmal in die Richtung, weil da kommt, glaube ich, nur noch Wasser. Und dann dahinter Wüstenbiom. Von daher. So. Ich nehme sicherheitshalber noch ein Schwert mit. Man kann nie wissen. Rüstung haben wir immer noch keine. Siehst du, ihr könnt doch mal eine Rüstung machen. Aus dem ganzen Zeug hier. Ne, aus dem ganzen Rainbow-Ohr. Da haben wir mittlerweile so viel, da könnten wir uns echt eine Rüstung draus bauen. Ach, nicht jetzt. Hallo? So, gucken wir mal. Das wachsame Auge wach lassen hier. Sieht allgemein gerade ein bisschen kahl aus. Also wirklich viele Früchte oder sowas gibt es hier nicht gerade. Naja. Weißt du was? Ich klaue mal den Stock hier. Oder den Ast. Den Baumstamm, nennt es wie es wollt. Und dann baue ich uns einfach mal kurz einen. Oh! Ja, wow. Dann baue ich mal kurz uns mal kurz ein Boot. Kann ich schaden. So, weil hier kommt dann bloß noch Dschungelbereich. Komm.
Was? Notbremse einfach. So, da hinten müsste, in die Richtung müsste irgendwo der Spawn sein. Und ganz ehrlich, solange wie wir oberirdisch sind, können wir auch das hier machen. So, da hinten waren wir auch schon. Ich gehe aber trotzdem noch mal an Land. Vorne schon mal Reis, haben aber schon mehr als genug. Ah, guck mal an. Was Mais? Oh, Knoblauch. Fällt das schon mal gut an. Zwiebeln haben wir ja, soweit ich weiß. Oh, der gute Knoblauch. Der riecht schon. Mal, finde ich doch ganz schön wenig hier. Bei Itagüil ist es, glaube ich, mehr. Oh, tschüss Kätzchen. Ui. Ja, endlich merkt man mal, dass ich die Spawnrate ein bisschen höher gesetzt habe. Jetzt haben wir auch ab und zu mal Tiere. Das war ja davor, da war ja gar nichts. Oh, da kommen wir jetzt ins Wüstengebiet. Ja, ich glaube mal, das bringt jetzt nicht allzu viel. Andererseits geht es wieder weiter. Ich darf mich aber auch nicht zu weit verirren. Oh, denn das ist auch noch ein schönes Gebiet. Und dann gehen wir erstmal dahin und dann gehen wir da hinten hin. Dann tun wir das so tun. Echt nichts, was hier irgendwie, ne? Also Sonnenblumen massig, ja, diese kleinen Dinger hier auch massig. Aber irgendwie so Früchte, Gemüse, Kräuter, irgendwie, also eher so nicht wirklich. Ja, Sarah mal. Ich würde gehen wir mal da oben hinten auf die Anhöhe und gucken, ob wir da ein bisschen mehr Glück haben. Alter, das sieht mit dem Himmel halt so ultra geil aus. Da fesselt dieses Spiel halt gleich unendlich weit auf. Es war quasi bloß eine einzige Textur mehr, aber die wirkt halt unglaublich geil. Nice, schön. Gefällt mir. So, da hinten ist schon ein Schneebiom. Okay. Finde ich immer witzig, wenn hier Sandbiom direkt als Schneebiom angrenzt. Ist irgendwie so ein bisschen immer so, hä? Andererseits heißt ja Sandbiom nicht immer, dass es gleich heiß ist, sondern einfach nur trocken. Unglaublich trocken. Von daher kann, ne, also eine Wüste kann auch ganz schön kalt werden. Also, pff. So, hier ist jetzt alles Gras, aber trotzdem wächst hier kein Gemüse. Kein nichts, kein gar nichts. Das gibt's doch gar nicht. Ah, da hinten. Ah ne, das sind aber schon, das sind Kartoffeln, oder? Ah, hier sind ein paar Sachen. Nee, hier ist was. Grüne Bohnen. Man kennt das schon mal gesund. Ach genau, Zwiebeln haben wir schon. Egal, nehme ich trotzdem mit. So. Durch dieser Himmel an. Nee. Ich wollte jetzt eher so ein bisschen was Schrägerisches drüben. Oh Gott. Ah, nee. Ja doch, das geht. Das ist geil.
das passt. So, was wollte ich jetzt sagen? Easy. So, ja gut, die Bodentextur von der Skybox passt natürlich leider überhaupt nicht. Aber ja, sieht aus, wie als wenn wir jetzt auf einer riesigen schwimmenden Insel wären. So ein bisschen blöd. Ach komm, wir bleiben bei der 6. Easy, die passt immer. So, oha, 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 ich darf jetzt übrigens nicht hier, ne, ich darf jetzt nicht durcheinander kommen. So, da hinten, da geht's nach Hause. Oder? Das war doch dieser Strand, dieser Muster. Wo wir gerade herkommen, oder? Genau, genau, das ist die Schnee, genau, komm. Ach, deswegen, genau, da kamen wir her. Eben soll gerade sagen, dieser Sandstreifen hier ist viel zu breit, aber genau, wir kamen nicht hier rüber, sondern wir kamen darüber. Über diesen schmalen Streifen. Sehr schön. Das heißt, wir können aber hier rüber nachher wieder zurücklaufen. Das sollte kein Problem sein. Hallo, ein paar exotische Früchte, sowas wie Ananas oder so ein Zeug, gibt's sowas? Hallo? Also ich meine, dass es sowas in dem Spiel an sich gibt, ist klar, aber ob wir sowas finden? Wobei ja eben, Ananas und so war ja gar nicht in grünen Bereichen, das war ja eher so in Steppe. Also in diesem, da wo, ne, mit diesem gelben Sand da. Also. Der Bereich hier, da war Ananas. Kommen wir darüber? Pfff, ich wüsste jetzt. Ach doch, da hinten. Ja, aber hier ist ja echt wenig los, was so Lebensmittel angeht, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob sowas noch nachwächst, ob sowas mit der Zeit immer wieder kommt. Oder überhaupt mit der Zeit kommt, wenn da noch gar nichts ist, dass der nicht quasi. Ja, wächst. Na komm, dann haben wir schon meist genug. Was bist du? Du bist ein bisschen fahren? Fern? Fun? Pferdeteil? Macht keinen Sinn. Egal, nehmen wir ein paar mit. Vielleicht können wir daraus irgendwas machen. Naja, nur Farbe. Ja, okay. Na gut. So, dann haben wir wieder Zwiebeln. Easy. Ah, Beeren. Haben wir es mittlerweile auch schon ein paar? Ja, Karotten haben wir auch schon ein paar. Aber zumindest gibt es wieder ein paar mehr Sachen hier. So, hier habe ich gerade was Grünes gesehen. Hallo? Ach, gucken. Ja, genau, gucken. Na gut. Genau, das wieder Rhabarber. Da fahren wir, haben wir mittlerweile ein ganzes Feld voll. Von gucken uns eigentlich soweit auch. Da haben wir massig in Kisten drin. Tja, sonst nur Blaubeeren. Sonst gibt es hier halt nur Blumen. Ja, ein bisschen Karotten wieder. Tja, ich weiß nicht, ob wir auch Kürbisse einpflanzen, weil ich die gerade hinten sehe. Nur eine. Oh, da sehe ich auch noch was Neues. Oh, ja. Achso, war bloß rote Beeren. Schade. Ich nehme mich einfach mal mit. Schneidebrett haben wir jetzt zu Hause. Oh, da hinten ist aber auch noch mal eine ganz schön große Fläche. Vielleicht sollten wir da hingehen. Erstmal wollte ich hinsetzen hier. So. Easy. So sitzt es sich gleich viel angenehmer. Hey, wie kommen wir denn hier rüber? Wollte ich hier nicht hier rüber? Geht gar nicht. Na gut, gehen wir da hinten lang. So. Oh, hier kommen wir runter. Sehr schön. Easy.
So, hier ist wieder dieses weiße Sand, wo absolut gar nichts wächst, außer dieses komische Gras, was absolut keinen Sinn und Zweck hat. Witzig, ich wollte immer mal gucken, ob man das Zeug eigentlich verbrennen kann. Habe ich bis heute nicht geguckt. Ja, gut. Kann ja mal passieren. So, hier sind auch wieder Sonnenblumen. Und trockenes Gras. Was ist das hier eigentlich? Okay, auch einfach nur Gras. Wow, welche schöne Landschaft, Alter. Oh, sieht das geil aus. Pfui, Amerika. Moment mal. Hä? Von wo kam ich jetzt gerade? Ich kam von da, oder? Das heißt, ich muss den Fluss erlangen. Hier gibt es auch noch einen Fluss. Ganz so viele Flüsse. Ah, aber hinten ist der gelbe Sand. Nee, ja eben, das ist der gelbe Zuckersand. Ah, nee, das ist Wüste wahrscheinlich. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt hin, weil da wächst wieder auch gar nichts, oder? Das ist Wüste, das gelbe ist dieser Wüstensand, ne? Dieser Dessertsand. Na gut, wir gehen jetzt mal in die Richtung da hinten. Alter, ich habe echt Angst, dass wir uns hier verlaufen. Vor allem, wenn es jetzt hier noch mehrere Flüsse gibt. Da können wir uns auch auf die Flüsse nicht verlassen. Eieieiei. Ja gut. Ich gehe mal außen rum. Dankeschön. Ja, nehmen wir hiervon ein paar mit. Ja komm, ganz ehrlich. Können wir hier nochmal irgendwo anpflanzen. So schön großflächig. Das Zeug wächst ja auch en masse extrem schnell. Ja, doch, ist dieser Dessertsand. Ist nicht das, was ich gehofft hatte, dass es das ist. Wir brauchen ja dieses trockene Gras-Biom. So, rote Rosen gibt's hier, sehr schön. Ah, da ist genau das da. Das brauchen wir. Müssen wir doch rüber. Ach, scheiße. Scheiß doch die Wand an. So, dankeschön. Hallo. Danke. Mit dir. So, gibt's hier irgendwo Ananas? Vor allem die Frage ist, könnten wir den Ananas überhaupt anpflanzen? Müsste eigentlich gehen, oder? Weil unterscheiden kann er das ja nicht. Weil wenn wir jetzt hier ein Ackerfeld machen, ist es ja genau das gleiche Ackerfeld, wie wir jetzt eigentlich aus normaler also aus dem hier Ackerfeld machen würde. Das heißt, an sich könnte es die Mod gar nicht unterscheiden. Das heißt, es müsste irgendwie eigentlich überall angepflanzt werden können. Gehe ich mal jetzt von aus. Ja, groß, also wirklich groß ist die Stadt bin ich. Hier hinten ist ja gleich wieder Wüste. Schade, ich hatte gedacht, wir finden hier ein bisschen Ananas. Ach man, oh. Das ist aber traurig. Das ist nicht nett. Das heißt, wir müssen wieder rüber. Wenn wir überhaupt wieder rüberkommen. Weil das sieht alles ganz schön hoch aus. Scheiße. Gehen wir mal hier querfeld ein, rüber. Oh. Sieht ja interessant aus. So. So, sehe ich hier was? Nicht wirklich. Da ist irgendwas. Da gehen wir da auch mal direkt hin. Aber ansonsten sehe ich doch, da ist immer das Gleiche. Komme ich jetzt mal dahin.
Aber es waren jetzt, glaube ich, die Zwiebeln, die haben wir ja schon. Ach ne, Grünbohnen. Okay. Tja, können wir was aus Sonnenblumen machen? Weil davon gibt es ja echt massig. Und ich meine, es gibt ja sowas wie einen Technikmod für. Ah, Kartoffeln. Vielleicht kann man da sowas wie Sonnenblumenöl machen, was man dann irgendwie, weiß nicht, für sowas benutzen kann. Guck mal ganz kurz. Oh, ich kam mit K. Ach ja, stimmt, da kommt Töpfchen ja auch noch. Nee, machen wir nicht. Ist das richtige Dachziegel? Weil die Textur schon hart scheiße aussieht. Hä, gibt's aber keine Blöcke? Ist auch egal. So. Oha. Ui. Aha, aha, aha. Dann sind wir schon wieder haufenweise Blaubeeren. Da so die Richtung, da überall. Aber mehr auch sonst nicht. Blaubeeren, soweit das Auge reicht, ja. Mal, siehst du ja nicht. Tja, auf jeden Fall müssen wir ausschalten nach diesem gelben, nach so einem gelben Biom, also hier mit diesem trockenen Gras-Biom. Also quasi diese klassische Steppe halt. Aber irgendwie scheint hier auf dem grünen Gras auch immer das gleiche zu wachsen. Also, oder zumindest ähnliches. Oha, hier mal bitte runterfallen. Dürfte wehtun. Gut. Oh. Hier ist eine Schlucht. Komm ich da gar nicht. Ach doch, da komm ich mal. Oha, nee. Jetzt was Neues. Ja! Himbeeren oder so, wie es aussieht. Weintrauben, oder die Waldfee. Siehst du ja eben, wie ist eigentlich. Wir haben jetzt hoffentlich Bären. Was gibt es alles für Bärarten? Wieso findet ihr hier nicht? Farming. Chili. Ja, siehst du, so sollte man es auch noch finden. So Gewürze haben wir gar keine. Also doch, Zwiebeln und Knoblauch haben wir halt bisher. Aber eben, Salz haben wir keinen, wir haben keine Chili. Blueberry Pie, yay. Blueberry Muffin, yay. Himbeer-Smoothie. Wee. Was? Achso. Ach, das sind Himbeer. Achso, ja klar. Ist schon wieder. Was ist das hier? Pudding. Ist das Pudding? Pudding? Keine Ahnung. Schauen wir mal, eigentlich bloß noch Chili. Alles andere sollten wir. Ach, wir haben Tomaten. Wo haben wir die Tomaten her? Okay. Gut, das heißt, ich suche jetzt mal nochmal Chili. Ja, eben. Die Ananas gibt es doch mal. Genau, Ananas hier. Genau, Ananas gibt's. Ja, das heißt, für Ananas müssen wir uns jetzt erstmal eine komplett neue Region suchen. Und
Und ich weiß jetzt nicht, wo genau Chili wächst. Weil ich weiß, in Itaouil, da hatten wir Chili bereits gefunden gehabt. Aber ich weiß halt nicht, wo das war. Das war eigentlich alles in dem grünen Bereich. Also diese grünen Blumen, die passen hier richtig rein. Von der Farbgestaltung her. Die gehen richtig unter. Easy. So, gehen wir nochmal hier rauf und ein bisschen Überblick verschaffen. Langsam muss ich auch mich darauf konzentrieren, dass ich nicht noch den Heimweg in Erinnerung halte, wo wir überall lang, wo wir überall lang gelaufen sind. Ach komm, wir gehen jetzt mal wieder. Gehen wir jetzt mal zurück. Ah, also wir machen jetzt mal kurz Pause hier. Easy. Schau mit V.